Wachgehalten werden. Emanuel Levinas. Hallo und herzlich willkommen bei Cogitamus und ein herzliches Willkommen auch von mir. Heute wieder ohne Yannick. Eine kleine Vorstellung eines weiteren Philosophen. Wir widmen uns heute dem französisch-litauischen Philosophen Emanuel Levinas. Vor einigen Jahren war er ja noch ein Geheimtipp, heutzutage gewinnt das Werk von ihm zunehmend an Verbreitung im deutschsprachigen Raum. Und ich habe mich jetzt beschäftigt mit ihm und würde euch gerne seine Ethik der Zwischenmenschlichkeit vorstellen. Ganz kurz zum Ablauf. Am Anfang werde ich eine kleine Kontextualisierung vornehmen, werde einige Begriffe erklären, die wir auch schon in vorherigen Folgen unseres Podcasts verwendet haben und erklärt haben, werde euch zu dieser Folge thematisch passende weitere Folgen nennen. Anschließend komme ich etwas umfassender zur Biografie von Emanuel Levinas, denn diese Biografie ist höchst spannend, teilweise aufwühlend, sie hat es auf jeden Fall in sich, ich empfehle euch da dran zu bleiben, wer sich jedoch wirklich nur für die philosophischen und ethischen Aspekte interessiert, der darf gerne vorspulen zu den ethischen Auffassungen Levinas, die Time Marker kommen wie immer in die Shownotes und ihr könnt euch dann da entlang hangeln und euch nur das anhören, was ihr euch anhören wollt. Zur Kontextualisierung, wir befinden uns, wie eben schon erwähnt, im Bereich der Ethik, die Ethik der Zwischenmenschlichkeit von Emanuel Levinas und natürlich muss ich da ganz stark verweisen auf unsere Ethikreihe. Wir hatten in den Doppelfolgen fünf bis sieben über die Ethikkonzeption gesprochen, haben uns da die drei klassischen Konzeptionen Utilitarismus, Deontologie und Tugendethik vorgenommen, auch genau in dieser Reihenfolge. Allerdings waren das diese ganz klassischen Konzepte. Heute widmen wir uns einem der größten epochalen Ethiker des 20. Jahrhunderts, so wird er wirklich genannt. Sekundärliteratur habe ich euch wieder in die Show Notes gepackt und da könnt ihr das auch ein bisschen nachlesen. Also viele reden wirklich von ihm als ganz, ganz wichtigen Philosophen. Ich kannte ihn vorher auch nicht, ich habe mich jetzt so ein bisschen inspirieren lassen von dem Philosophiemagazin Hohe Luft. Ja, wir sind also nicht bei Aristoteles in der Antike, wir sind auch nicht bei Kant in der Aufklärung und auch nicht bei John Stuart Mill in der Neuzeit, sondern wir befinden uns mal vollkommen in der Moderne bei einem ganz, ganz aktuellen, äh, modernen Philosophen. Eine weitere Kontextualisierung muss vorgenommen werden hinsichtlich des Begriffes der Verantwortung. Die Verantwortung spielt bei Emanuel Levinas eine ganz große Rolle und er hat eine etwas andere Ansicht, von der Verantwortung, als wir es bisher kennen. Den Begriff der Verantwortung haben wir schon mal besprochen bei Hans Jonas. Das ist schon sehr lange her. Das war im April diesen Jahres, also schon acht Monate her, in der Doppelfolge 2. In seinem Hauptwerk, das Prinzip Verantwortung von 1979, schreibt ja Hans Jonas der Menschheit die Verantwortung für die Ökologie auf der Erde zu und entwickelt diesen ökologischen Imperativ, falls ihr euch daran noch erinnert, handle so dass ihr der Permanenz auf Erden gerecht werdet. 60 Jahre schon zuvor am Anfang des 20. Jahrhunderts haben wir die Verantwortungsethik bei Max Weber. Ich glaube, die haben wir bisher nur so ein bisschen am Rande erwähnt. Die Verantwortungsethik im Gegensatz zur Gesinnungsethik wird bei Max Weber postuliert. Im Prinzip ist das ein ähnlicher Gegensatz wie der zwischen Utilitarismus und Deontologie. Also bei der Verantwortungsethik sprechen wir über die Folgen einer Handlung. Der passende Begriff dazu ist der Konsequentialismus, also die ethischen Theorien, die sich an den Handlungsfolgen orientieren. Im Gegensatz dazu, die Gesinnungsethik fokussiert auf allgemeine ethische Normen. Also generell, dieser Begriff der Verantwortung, ob es bei Hans Jonas oder bei Max Weber oder gleich bei Manuel Levinas, hat eben eine sehr, sehr hohe Bedeutung in der Ethik, da die handelnden Personen immer den Folgen, anderer Personen oder Gruppen ausgesetzt sind oder selber die Folgen überblicken und vor allem vertreten müssen. Also wenn ihr etwas tut, dann müsst ihr das auch vertreten, was ihr getan habt. Ihr habt die Verantwortung darüber, was dann passiert. Ihr habt nicht nur die Verantwortung darüber, was dann passiert in Bezug auf andere Personen, sondern auch was passiert in Bezug auf euch. Ja, wenn ihr jemanden umbringt, Müsst ihr nicht nur verantworten, dass ihr jemanden umgebracht habt, dass ihr ein Menschenleben ausgelöscht habt, sondern ihr müsst auch verantworten, dass ihr selber diese Tat begangen habt und müsst selber damit eurem Gewissen und mit den Folgen, mit den strafrechtlichen Folgen zurechtkommen. Also Staaten haben eben mit der Gewaltenteilung auf allen Ebenen Verantwortung gegenüber der Bevölkerung, aber eben auch die Einzelindividuen haben natürlich in kleinerem Kreis die Verantwortung für ihre Handlungen. Wir sind jetzt hier ein bisschen abgeschweift. Soviel zur Kontextualisierung und zu dem Begriff der Verantwortung. Widmen wir uns der Biografie von Emanuel Levinas. 1906, am Anfang des 20. Jahrhunderts, wird Emanuel Levinas in Kaunas geboren, die Hauptstadt Litauens, wie ihr sicherlich alle wisst. 1995 stirbt er in Paris. Er kann also auf stolze 90 Lebensjahre zurückblicken und hat im Prinzip das ganze 20. Jahrhundert erlebt. Aufgewachsen ist er in einem traditionell jüdischen Milieu mit den typischen Bräuchen und Ritualen. Er wurde von einem Hauslehrer ausgebildet, da lernte er die hebräische Bibel, den Tanach und auch den Talmud. Ein kurzer Exkurs im Judentum existieren diese beiden wichtigen Werke, der Tanach und der Talmud. Der Tanach ist sozusagen das Alte Testament, also wie eben schon erwähnt, diese hebräische Bibel wovon ein Teil die Tora darstellt. Den Begriff Tora kennt man sicherlich noch ein bisschen mehr als den Begriff Tanach. Also Tanach ist das Alte Testament, so wie es auch im Christentum bekannt ist in der Bibel der talmud erläutert hingegen die praktische ausführung der rituale und regeln in der praxis und im alltag und das sind diese beiden wichtigen werke des judentums und emanuel levinas wurde schon früh eben in dieser jüdischen familie in diesen beiden werken ausgebildet er hat sie gelesen und studiert Levinas Vater betrieb eine Buchhandlung und generell spielte Literatur eine große Rolle in seiner Familie und deshalb war es auch naheliegend, dass sich Emanuel Levinas dem Studium hingab, der Literatur hingab, der Philosophie hingab. Das ist ja häufig so, dass es irgendwie eine Prägung gibt von den Eltern, von der Familie, die gerne lesen, die viele Bücher haben, wodurch dann eben das Kind auch viel liest und sich dann auch diesem Studium hingibt. 1920, also schon 14 Jahre nach seiner Geburt, früher herrschten andere Zeiten, machte sein Abitur an einem jüdischen Gymnasium. Glücklicherweise war nun auch nach Ende des Ersten Weltkriegs eine Zeit des brüchigen Friedens angebrochen und er konnte nach Straßburg zum Studium gehen nach Frankreich. Zwischendurch lernte er auch ein Jahr in Freiburg 1928 bei Edmund Husserl. Sicherlich einigen philosophieinteressierten Personen ein Begriff. Die Phänomenologie von ihm prägte Emanuel Levinas und er sollte sein ganzes Leben voller Wertschätzung für Husserl sprechen. Nur ganz kurz, die Phänomenologie fragt nach der Äußerlichkeit und erzeugt aus diesem Phänomenen, Phänomen stammt von dem Griechischen für Sichtbares, einen Erkenntnisgewinn. Also das Äußere, das Sinnliche spielt ja eine ganz, ganz große Rolle. Emanuel Levinas studierte außerdem in Paris, promovierte 1930, mit auch gerade mal 24 Jahren wurde im gleichen Jahr französischer Staatsbürger und war dann später Philosophieprofessor an der Sorbonne. Sorbonne vielleicht auch einigen ein Begriff eines der traditionsreichsten Gebäude der Universität von Paris. Hier haben schon Thomas von Aquin, Marie Curie oder Simone de Beauvoir gelehrt. Ein wichtiges Element, dazu kommen wir ein bisschen zu dieser auffühlenden Geschichte. Bisher war es ein relativ stringenter, linearer Lebenslauf mit äh, Familie, mit Studium, mit Literatur, mit Abitur. Nun kommen wir ein bisschen zu der auffühlenden Thematik. Denn Emanuel Levinas, ihr konntet es euch sicherlich schon denken, war ihm jüdischer Herkunft. Seine Familie war ebenfalls jüdisch. Und wenn man das ganze 20. Jahrhundert erlebt, als jüdische Familie kann da sicherlich nicht viel Positives bei rumkommen, sondern man wird vermutlich eher von Negativen sprechen. Ein wichtiges Element der Biografie von Emanuel Levinas ist der Holocaust. Seine Familie fiel in seinem Heimatort Kaunas der Endlösung zum Opfer. Nur seine Frau und seine Tochter überlebten, versteckt in einem christlichen Kloster in Frankreich. Die jüdische Herkunft hat eben Emanuel Levinas den Holocaust und den Judenhass am eigenen Leib erfahren lassen. Denn dann, nachdem er dann eben Philosophie-Professor war und französischer Staatsbürger, kam der Krieg, der Zweite Weltkrieg. Er wurde auch eingezogen als französischer Soldat und geriet 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft und musste als Holzfäller bis 1945 dann arbeiten. Jüdische französische Soldaten waren besser geschützt als jüdische Zivilistinnen. Falls ihr euch jetzt fragt, warum er nicht auch in ein Konzentrationslager kam, sondern warum er da in einem Arbeitslager tätig sein musste. Er hatte das Glück, Soldat zu sein und dadurch unter die Genfer Konvention zu fallen und dadurch konnte er nicht einfach so in Anführungszeichen wie alle anderen jüdischen Zivilistinnen in ein Konzentrationslager verfrachtet werden. Levinas beschreibt diese Zeit sehr, sehr eindringlich, in der er als Kriegsgefangener der Deutschen arbeiten musste. Die französische Uniform beschützte uns damals noch vor der Hitlerschen Vernichtungswut. Die anderen Menschen jedoch, die uns trafen oder uns Befehle gaben, beraubten uns unserer Menschenhaut. Wir waren nur noch quasi menschlich, eine Affenbande. Ein dünnes inneres Gemurmel erinnerte uns an unser Dasein als Vernunftswesen. Doch wir waren nicht mehr auf der Welt. Unser Kommen und Gehen, unsere Pein und unser Gelächter, unserer Krankheiten und Zerstreuungen, die Arbeit unserer Hände und die Angst in unseren Augen, all das geschah zwischen Klammern. Wesen, die ihrer Art nicht entkommen konnten, sprachlose Wesen, trotz ihres reichen Wortschatzes. Sehr berührende und nachdenklich stimmende Worte zu einer sehr, sehr dunklen Zeit europäischer Geschichte. Immanuel Levinas sollte dann nachdem er 1945 nach Kriegsende wieder nach Frankreich zurückgekehrt ist, nie wieder deutschen Boden betreten. Der Holocaust und diese Unmenschlichkeit des Zweiten Weltkrieges prägte Emmanuel Levinas stark. Er hat zwar den Holocaust in seinen Werken nie explizit erwähnt und auch nie erzählt, dass dieser Holocaust ein so einschneidendes Erlebnis war für ihn und dass es auch seine Philosophie geprägt hat. Aber es spielte auf jeden Fall eine Rolle für die Ethik von Emanuel Levinas, in der er versucht, die Ursachen für die Ethik zu ergründen. Und er geht eben nicht von einem allgemeinen Konzept aus, von universellen Prinzipien, sondern einfach von einer Zwischenmenschlichkeit. Wir widmen uns nun eben den philosophischen Aspekten von Emanuel Levinas Leben. Das erste Hauptwerk entstand 1961 namens Totalität und Unendlichkeit. 1974 sein zweites Hauptwerk namens Jenseits des Seins oder anders als das Sein geschieht. 1981 auch noch zur Empfehlung ein Interviewband Ethik und Unendliches. Das ist eine sehr, sehr gute Einführung, in der er mit sehr, sehr einfachen Worten aus seiner Philosophie beschreibt. Wir reden, wie schon erwähnt, von der Ethik der Zwischenmenschlichkeit. Also Emanuel Levinas begründet die Verantwortung auf zwischenmenschlicher Ebene in dem Kontakt zwischen den Menschen. Und das begründet er gleich in seinem ersten Werk Totalität und Unendlichkeit. Es gibt also keine Verantwortung aufgrund allgemeiner Prinzipien oder den bekannten Ethikkonzeptionen, die wir auch schon besprochen hatten. Utilitarismus, Deontologie, Tugendethik sind alles Versuche von der Vernunft heraus, von der Autonomie des einzelnen Individuums heraus, eine, eine Ethik zu begründen, die den Menschen aber auch Fesseln anlegt, die den Menschen irgendwie vorgegeben werden durch Moralphilosophen. Es gibt auch keine Verantwortung, weil eine Verfassung mit Strafrechten jemanden dazu zwingt, sondern es gibt Verantwortung und genau das ist die Ethik der Zwischenmenschlichkeit von Levinas, weil mir jetzt in diesem Moment eine andere Person in einer zwischenmenschlichen Beziehung gegenübersteht. Die Ethik von Levinas beruht also nicht auf großen Konzepten oder universellen Normen, sondern auf der einfachen Begegnung zweier Menschen. Alle allgemeinen Normen und allgemeinen Prinzipien haben nach Levinas ein, ein Totalitätsdenken. Und Levinas geht dann aber von der Singularität des einzelnen anderen aus. Also wir haben einen ganz anderen Fokus für die Ethik, eine ganz andere Betrachtungsweise. Weg von dieser Ambition, allgemeine große Theorien aufzustellen hinzu der Ursache von Ethik, wie entsteht überhaupt menschliches Handeln. Und Levinas sagt uns nun, wie genau das passiert. Und ganz, ganz wichtig in Levinas Philosophie ist der Begriff des Antlitz. Das Antlitz ist das letzte übergebliebene nackte Stück Haut, welches wie ein Ausstellungsstück der Seele, ein Ausstellungsstück der Identität und der Gefühle hervorkommt. Es ist der Zugang, zu den Mitmenschen. Also ganz im Sinne der Phänomenologie Husserls vertritt Levinas hier einen Ansatz des äußerlichen, des sinnlichen. Und genau dieses Antlitz setzt mich nun in Verantwortung. Wichtig ist hierbei eben dieses sinnliche, während Kant und Aristoteles ja vernunftorientiert, rationalistisch gedacht haben, geht Levinas nun den Weg über das optische, über das sinnliche. Dieses Antlitz, das Levinas beschreibt, ist aber nicht rein plastisch zu verstehen mit Mund, Nase und Augen, sondern das Antlitz ist wie ein Symbol, ein verwundbares Element der Identität der Menschen, der Schutzlosigkeit, der Verletzlichkeit. In besagtem Interviewband Ethik und Unendliches schreibt er, die Haut des Gesichts ist die, die am meisten nackt, am meisten entblößt bleibt. Das Antlitz ist exponiert, bedroht und das, was uns verbietet, zu töten ziemlich spannend also allein auf basis dieser sinnlichen erfahrung dieser äußeren wahrnehmung des menschlichen antlitzes auf dem eben alle emotionen abzulesen sind welches ein zugang darstellt zu diesem menschen werden normative handlungsweisen in bezug auf die verantwortung mitgeteilt hier in diesem fall eben die verantwortung das verbot zu akzeptieren nicht töten zu dürfen das entsteht Rein durch diese Erkenntnis des verwundbaren Antlitz. Ich finde diese, diese Beschreibung sehr, sehr schön und vor allem auch ganz untechnisch und irgendwie ein, ein ganz anderer Zugang. Nun könnten wir denken, ha, Levinas sieht eine Gleichheit unter dem Menschen, die uns zu dieser Ethik bringt. Also zum Beispiel dadurch, dass wir uns selber spiegeln in der anderen Person und die Emotionen verstehen, müssen wir in ihrem Sinne gut handeln. Das klingt erstmal plausibel. Ja, wir sehen eine andere Person, erkennen in dieser anderen Person eine ähnliche Art des Daseins, wie es unseres ist. Wir erkennen einen anderen Menschen und sehen, okay, der ist uns gleich, der ist uns ähnlich und aufgrund dessen müssen wir gut handeln. Aber nein, das ist nicht das, was Levinas sagt. Levinas sieht einen radikalen Gegensatz dazu. Er sieht nämlich eine absolute Andersheit zwischen den Menschen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eine unüberwindbare Unterschiedlichkeit. Er definiert eine Innerlichkeit eines Subjekts und eine Exteriorität, also eine Äußerlichkeit, die beide aufeinander prallt. Und genau in dieser Trennung prägen sie sich am stärksten aus. Wir haben also die Innerlichkeit des einen Subjekts und die Äußerlichkeit des anderen. Der andere, die andere, das andere spielt eine ganz, ganz große Rolle in Emanuel Levinas Philosophie. Und erst durch die Aufspaltung zwischen diesen beiden Entitäten, also zwischen meiner Innerlichkeit und zwischen der Äußerlichkeit des anderen, entstehen ontologische Eigenschaften. Also erst dadurch empfinde ich meine eigene Existenz. Noch ein ganz kurzer Verweis. Hier fühlte ich mich zumindest auch ein bisschen an Luis erinnert, die ich euch ja in der letzten kurzen Philosophen Vorstellung näher gebracht habe, die ebenfalls unüberwindbare Differenzen zwischen den Geschlechtern gesehen hat. Also auch sie hatte ja diese starke Unterscheidung, diese unüberwindbaren Unterschiede festgelegt, aber zwischen den Geschlechtern. Und insgesamt ist das aber ziemlich interessant. Denn eigentlich gilt ja die Empathie als alles entscheidender Klebstoff, der die Gesellschaft zusammenhält. Und man könnte jetzt denken, das liegt daran, dass eben alle Menschen gleich sind und wir versuchen, diese Gemeinsamkeiten zu erkennen. Also wenn ich schon mal traurig war, kann ich mich besser in eine andere weinende Person hineinversetzen, kann mit ihr mitfühlen, empfinde eben diese Empathie und kann das spüren, weil die Traurigkeit der Merkmal ist, dass alle Menschen innewohnen kann. In Kants Ethik sehen wir etwas ähnliches. Auch dort ist der andere ein Spiegel, mit dem wir uns selber erkennen und verstehen eigentlich ist es einleuchtend und intuitiv, ist es irgendwie logischer, dass die Menschen gleich sind und dass ich auf Basis dieser Gleichheit Empathie empfinde und dadurch eben über dieses Antlitz, über diese entblößte Verwundbarkeit in Verantwortung komme. Aber nein, hier haben wir jedoch Philosophinnen, also Luis und Emmanuel Levinas vor allem, über den wir sprechen, die genau das Gegenteil annehmen. Und sagen, wir sind vollkommen verschieden und genau deshalb bin ich ethisch verantwortlich. Es gibt diese absolute Andersheit. Levinas ist sehr radikal in dieser Hinsicht und ändert eben die ethische Grundbetrachtung. Der die andere ist einzigartig. Ich werde niemals wissen, wie sich die Traurigkeit für die andere Person anfühlt. Ich werde immer aufmerksam und wach durch die Begegnung mit einem Menschen, denn dieser ist mir immer ein fremdes Rätsel, wie zu Beginn erwähnt. Und diese Traurigkeit. Ich kann zwar wissen, wie sich meine Traurigkeit anfühlt, aber ich weiß nie, wie sich die Traurigkeit für die andere Person anfühlt. Das Andere ist mir vollkommen fremd. ist mir ein vollkommenes Rätsel. Ich kann in das Andere nicht hineinblicken. Ich kann mich nicht hineinversetzen. Und Levinas sieht aber eben in dieser Andersheit nichts Bedrohliches. Also wir denken an die Xenophobie, die ja im Zuge der Migrationskrise 2015 wieder stark um sich griff. Dieser Angst und diese diese Furcht vor dem Anderen, dieses Ablehnen, dieses Distanzsuchen. Nein, Levinas sieht genau in dieser Andersheit den Grund dafür, dass wir uns dem Anderen hingeben müssen, dass wir ethisch gut handeln müssen, um diese Andersheit zu überbrücken. Also Levinas sieht etwas Gutes in dem Anderen, das Andere erweitert das eigene Sinndenken und es bereichert uns. Damit kommen wir zu einem Begriff, der steht im Zusammenhang mit der Ethik steht die Freiheit. Also Levinas sagt nun, und ich zitiere, das andere aber, das absolut anders ist, begrenzt nicht die Freiheit desselben. Indem der andere die Freiheit zur Verantwortung ruft, setzt er sie ein und rechtfertigt sie. Das heißt, dadurch, dass ich nicht weiß, wie sich diese Traurigkeit anfühlt, dass ich nicht gleich bin wie der andere, sondern absolut anders als die andere Person, bin ich nicht gezwungen zu etwas. Das ist auch ein ganz wichtiger Unterschied. Ich muss mich keinem ethischen Korsett unterwerfen, sondern ich bin frei vom Zwang. Aber ich erkenne die Verantwortung, ich bin die Verantwortung, ich als Subjekt bin die Verantwortung und kann die Verantwortung tragen. Ich kann meine Freiheit also sinnvoll nutzen. Kurz gesagt, ich bin anders, deshalb bin ich frei. Aber ich bin verantwortlich, eine gute Handlung durchzuführen. Diese Verantwortung spüre ich und kann sie richtig einsetzen. Verantwortung kann bei Levinas nicht übernommen werden, sondern existiert sofort in dem Subjekt bei Anblick des anderen. Also ich sehe die andere Person und das Subjekt und bin das Subjekt, das Verantwortung ist. Also ich trage sofort Verantwortung für diese andere Person, weil sie anders ist. Man wird zur Verantwortung gerufen und genau dieser Prozess stellt eben das Gute dar. Wenn ich diese freie Verantwortung nicht akzeptiere. Entsteht das Böse. Das klingt alles sehr, sehr abstrakt, ist aber eine sehr emotionale, weniger technische Beschreibung einer Ethik. Es ist einfach ein ganz anderer Ansatz. Und dann kommen wir zu Stärken und Schwächen der Ethik von Immanuel Levinas. Was mir imponiert, ist eben, dass es nicht diesen Pflichtcharakter hat, so wie bei Immanuel Kant. Dieses deontologische Feld eben weg. Das ist natürlich attraktiv. Wenn man kann für zu streng erachtet und für zu pflichtgemäß, dass man da so eine allgemeine universelle Theorie übergestülpt bekommt und sich dieser auch hingeben muss, dass man die Pflicht dazu handeln zu sollen. Andererseits fehlt bei Emanuel Levinas aber eben auch eine soziale Verbindlichkeit. Also bei Levinas bleibt verborgen, wie diese Ethik nun tatsächlich in der Praxis umgesetzt wird. Andererseits war das aber wiederum auch gar nicht sein Ziel. Also sein Ziel der Ethik der Zwischenmenschlichkeit lag jetzt nicht darin, praktische Relevanz zu schaffen oder wirklich für praktische Fälle einen Handlungsleitfaden zu erarbeiten, sondern Immanuel Levinas wollte mehr den Ursprung der Ethik beschreiben. Er wollte mehr erklären, warum wir ethisch handeln und inwiefern wir ethisch handeln. Diesen Grund hat er gesucht, diesen Ursprung. Also warum handeln wir ethisch und nicht so wie bei Kant, was sollen wir konkret tun. Also hier gibt es einen großen Vorteil im Vergleich zu Kant, aber natürlich auch den Nachteil, aber Emanuel Levinas wollte auch diesen Nachteil überhaupt nicht begründen. Ganz, ganz wichtig, Emanuel Levinas legt quasi die Grundlage für eine pluralistische Gesellschaft. Also in der gesamten Menschheitsgeschichte vorher wurde ständig betont, dass alle gleich sind. Und hier wird aber nun die Andersheit hervorgehoben, das Pluralistische in der Gesellschaft. Und das ist in gewisser Weise auch der entscheidende Punkt bei Levinas. Vor ihm wurde Ethik immer betrachtet als Wissenschaft, als Handlungsempfehlung für alle Menschen, weil die Menschen gleich sind. Wir denken da auch an die universelle Menschenwürde bei Kant. Hat natürlich auch seine Berechtigung, seine Begründung und seine Vorteile, diese universelle Menschenwürde zu begründen. Aber jetzt geht Levinas einen. Anderen radikalen Weg und definiert das andere, welches den Ausgangspunkt für seine Ethik liefert und das ist eben komplett neu. Vor ihm wurde Ethik immer vom eigenen Individuum gedacht und Emmanuel Levinas sieht aber nun die Ethik durch das andere erst entstehen. Die Verantwortung existiert erst in mir, wenn ich die andere Person sehe. Wenn ich diesem Antlitz gegenüberstehe. Und das ist vor allem auch höchst modern. Wenn wir an identitätspolitische Debatten denken, an die Diskriminierung von Frauen, also eventuell gibt es ja durchaus Sinn, die Verantwortung in der Gesellschaft vom anderen her zu betrachten, nicht nur von mir selber aus. Was soll ich tun nach Immanuel Kant, wozu bin ich selber verpflichtet? Sondern inwiefern bringen mich andere dazu, so zu handeln? Inwiefern bin ich denn verantwortlich gegenüber dem anderen? Dass es einfach so diesen Gedankenschiff gibt. Und vielleicht ist das auch gesellschaftlich gar nicht so schlecht etwas pluralistischer zu denken und ein bisschen mehr vom anderen aus. Das war die Philosophie bzw. die Ethik von Emanuel Levinas. Was nehmen wir heute mit? Wir haben uns einen in Litauen geborenen Philosoph angeschaut, der eben in Straßburg und Paris studiert hat, der französischer Staatsbürger geworden ist und eben gezeichnet war von den Unglücken, Wirrungen und Schicksalsschlägen des 20. Jahrhunderts, insbesondere vom Holocaust, der seine halbe Familie mit in den Tod riss. Seine Theorie fußt ein bisschen auf Edmund Husserl und der Phänomenologie. Also Levinas erkennt geprägt vom Holocaust und auch geprägt vom Judentum. Er entstammte einer jüdischen Familie. Stichwort, liebe deinen Nächsten. In der kleinsten Einheit, in der kleinsten zwischenmenschlichen Beziehung, die Grundlage für Güte und für Ethik. Er steht also für einen Wechsel in der Ethik, der nicht mehr vom Selbst, sondern vom anderen her gedacht wird. Der Mensch ist frei von normativ universellen Zwängen, aber er kann die Freiheit für die Verantwortung nutzen, die der Mensch durch das Sinnliche und in der direkten Begegnung mit dem anderen sieht. Kurz zusammengefasst, das Sinnlich-Optische und das Pluralistisch-Andere sind die zentralen Elemente der Ethik von Levinas. Und wir schließen, wie gewohnt, mit einem Zitat von Emanuel Levinas aus seinem Hauptwerk Totalität und Unendlichkeit. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen und ihr könnt euch schon auf die nächsten Folgen dieses kleinen Spezialformates freuen. Von ihrem Beginn an ist die Philosophie vom Entsetzen vor dem anderen ergriffen. Von einer unüberwindlichen Allergie. Aus diesem Grunde ist sie wesentlich Philosophie des Seins sie wird Philosophie der Immanenz und der Autonomie oder des Atheismus. Die Philosophie, die uns übermittelt ist, reduziert nicht nur das theoretische Denken, sondern jede spontane Bewegung des Bewusstseins auf diese Rückkehr. Zu